Vorbeugung, Diagnose und Therapie von Schlaganfällen, Iktus. Das war das Thema im Mittelpunkt einer interregionalen Fachtagung in der Europäischen Akademie in Bozen. Organisiert wurde sie vom Südtiroler Amt für Krankenhäuser gemeinsam mit der Europaregion Tirol Südtirol Trentino. Erstmals konnten sich Fachleute aus den drei Ländern mit Fragen rund um das komplexe Thema Schlaganfall auseinandersetzen sowie Erfahrungen und Know-how austauschen. Ziel ist es, den derzeit letzten Stand der Forschung in der Erstversorgung und in Folge bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten grenzüberschreitend zu etablieren. Also aufbauend auf die Brunner-Studie sind zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen worden. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse werden natürlich umgesetzt. Sie werden umgesetzt in der Prävention, sie werden umgesetzt auch, indem man besser versteht, wie denn Erkrankungen zustande kommen. Und das geht dann wirklich so weit, dass man auch dann Medikamente entwickeln kann, dass man auch in der weiteren Folge wirklich schon bevor die Erkrankung auftritt, diese Erkrankung sozusagen eindämmen kann. Der Schlaganfall steht an vorgereihter Stelle der Todesursachenstatistik, ist die häufigste Ursache von körperlicher Behinderung im Erwachsenenalter und eine häufige Ursache für die Entstehung einer Demenz oder Depression. In den letzten Jahren wurden die Präventions- und Therapiemöglichkeiten ebenso wie die Versorgungsorganisation und Versorgungsstrukturen, wie zum Beispiel Rehabilitation oder Stroke Units, deutlich verbessert. Prävention ist insofern wichtig, weil durch die Prävention die Risikofaktoren, die zu einem Schlaganfall führen können, einfach herabgesetzt werden. Es geht sich darum, dass man als Prävention vor allem im täglichen Leben ein möglichst gesundes Leben führen sollte und vor allem das Rauchen vermeiden und natürlich auch beim Essen etwas sich zurückhalten, Alkoholkonsum zurückhalten und natürlich auch möglichst viel Bewegung in der freien Natur machen. Bei der Tagung anwesend waren nicht nur Fachärzte, sondern auch Vertreter der Apotheker, der territorialen Dienste, der Gesundheitsökonomie sowie von den immer weiter verbreiteten Selbsthilfegruppen. Die Prävention ist ganz wichtig für alle kardiovaskuläre Erkrankungen und das ist eine vaskuläre Erkrankung, also Schlaganfall ist eine vaskuläre Erkrankung. Die Prävention ist ganz wichtig, weil durch die Prävention kann man sowas vermeiden. Und vermeiden heißt, dass diese Patienten keine Schlaganfall bekommen und ein Schlaganfall ist eine sehr schwierige, sehr schwere und belastende Erkrankung für den Patienten, für die Angehörigen und für die Gesellschaft. Es ist eine teure Geschichte und deswegen, man sollte alles machen, um das zu vermeiden. Unter dem Gesichtspunkt der Vorbeugung wurden in erster Linie die Risikofaktoren behandelt, die einen Schlaganfall hervorrufen. Die sogenannte Stroke Unit steht in diesem Zusammenhang für die derzeit optimalste und schnellste Versorgung nach einem Schlaganfall. Sie wurde von den Fachleuten ausführlich erläutert und vorexerziert, mit dem Ziel, einen bestmöglichen Ablaufstandard bei einem Iktus-Szenario zu organisieren. Als wesentliches Ergebnis der Tagung kann festgehalten werden, dass durch die monatelange und aufwendige Vermittlungs- und Koordinierungsfunktion des EVTZ der Europaregion Tirol Südtirol Trentino deutschsprachige Ärzte und Apotheker aus der autonomen Provinz Südtirol und dem Bundesland Tirol gleichermaßen wie ihre italienischen Kollegen aus Südtirol und dem Trentino von den neuesten Erkenntnissen rund um die Iktusforschung profitieren konnten und diese nun in der Praxis umgesetzt werden können.